Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu My Magic Book One. Wir sind hier noch in Eliquin. Ich habe nach dem letzten Mal noch ein bisschen im Dungeon versucht zu gucken, ob wir da länger überleben können in den uns bekannten Räumen mit den uns bekannten Encountern. Und es ging. Es sind noch dabei, ich glaube, ein Level für einige Charaktere und das ein oder andere Item abgefangen. Ich glaube, eine Battle Axe plus 1. Also wir haben jetzt alle, bis auf den Magier oder die Magierin, magische Waffen im Nahkampf. Und der Paladin, Räuber und Archer hat auch eine magische Fernwaffe. Also sollten wir da ein bisschen besser aufgestellt sein. So, wir wollten aber grundsätzlich, ja, nachdem das da im Keller ja alles so ein bisschen unerfreulich war, ein bisschen die Oberwelt erkunden. Und etwas anderes wollte ich auch noch ausprobieren. Das war nämlich Sorcerer, ich glaube Sorcerer. Fly. Grants magical fly to all characters, allowing the party as a whole to move to any other outdoor area. The party will land in the safest square in that area. Und da ich mir ja überlegt hatte, dass wir vielleicht mit dem Erforschen der Oberwelt um Sorpegal herum anfangen, falls uns da noch was fehlt, müssen wir mal gucken, ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen was. In Sorpegal, da war da auch noch irgendwas. Ja, aber gut, also in das Planquadrat, ob wir da wieder hin zurückgehen. Und da probieren wir einfach mal Flyer aus, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also 6, Cast, 3, 2. C. Oh ja, funktioniert. Das ist ja hervorragend. C, 2. Okay. Hat funktioniert. Wir sind jetzt wo? Wir sind in Sorpegal. Also quasi in, ja. Sehr schön. Ja, da ist immer noch dieses ominöse Feld, also ominöse Bereich links, den wir noch mal kurz reingucken wollen. Und Feuer. Levitate war auch Sorcerer, ne? Also damit wir hier nicht wieder, also 6, Cast 2, 5, glaube, müsste Levitate gewesen sein. Okay, ne, dann wollen wir mal schauen. Wie komme ich da hin? So, ich bin offensichtlich nie von unten dagegen gelaufen. Okay, hier haben wir also einen Geheimpfad in den Bergen. Und finden eine Einbox. Das ist schön. Natürlich werden wir vergiftet oder auch nicht. Smelling Salt. Bag of Garbage. What? Okay, Smelling Salt, Back of Garbage. Wow, können wir dann auch schon alles zuschmeißen? Back of Garbage. Okay, da können wir jetzt auch mal in die Itemliste. Back of Garbage. Okay. Kann von jedem benutzt werden, ist verflucht und hat keinerlei Eigenschaften. Okay, das ist buchstäblich Back of Garbage. Und Smelling Salt. Vielleicht um Bewusstlose wieder aufzuwecken oder Schlafende aufzuwecken. Meine Vermutung, was sagt die Itemliste? Die Itemliste sagt Awaken. Okay. Jo. Naheliegend. Wer sollte das vielleicht tragen? Hat irgendeiner von euch, weiß ich nicht, hat irgendeiner von euch Sleep Resistance? Ja, theoretisch von eurer Rasse. Da gab es welche mit Sleep Resistance. Nur noch mal kurz nachgucken. Das war Half-Orks, ne? Die haben Sleep Resistance, glaube ich. Oder waren es
Humans? Ne, Humans haben 4, glaube ich, oder? Steht das im Handbuch? Das Handbuch haben wir nicht, oder? Ne, den Teil habe ich nicht ausgedruckt. Das hatte ich irgendwo gelesen, bevor ich die Charaktere erstellt hatte. Gnome vielleicht, aber du hast sowieso Awaken, also wenn du schläfst, sowieso ein Problem. Also würde ich dann geben, was dem Knight. Die Magic Herbs. Ja, eine Halluzinellen ist ja 4a. Und du nimmst Trade Smelling Salt. Nee, Item Smelling Salt, okay. Aber ich würde sagen, Back und Back of Garbage verkaufen wir dann einfach. Das, okay. Naja, zumindest haben wir das Rätsel gelöst. Dann gehen wir jetzt. Ach du liebe Güte, okay. Das sind ein bisschen viele. Aber wir haben ja Sleep Resistance, wie wir gelernt haben. na gut, schauen wir mal. Okay, Magier sind nicht eingeschlafen. Okay. Naja, das sind so viele, da werden wir alle einschlafen. Das ist. Ja, naja. Die sind echt, das ist echt nervig. Aber, ich meine, und da sie auch alle um uns rumstehen, bringt uns auch Fireball nicht wirklich was. Okay, wer ist denn nicht. Okay, also die wichtigen Personen schlafen alle, selbstverständlich. Schieß doch mal einfach einen Minotaurus tot. So, du benutzt jetzt mal, ich meine, dafür haben wir es ja, Smelling Salt. What? Achso, Enter to Cast, okay. Cast Smelling Salt. So, Tiamat, Drufta. Okay, kannst du irgendwas? Sleep Resistance den haben wir nicht, haben wir vor allem keinen Zauber für. 3, 5. Bringen wir vielleicht einen um, ja, einer weniger. Ich meine, jetzt werden wir wieder alle schlafen. Ja, so viele von einer Gruppe, die irgendwelche Special-Sachen haben, ist schon ziemlich mistig. Weil da bleibt es nicht aus. Ich meine, wenn sie uns schlafen schicken und der Letzte und die Letzten dann anfangen, uns anzugreifen und Schaden zu machen, dass wir wieder aufwachen, das wäre ja okay. Aber natürlich ist der Letzte der, der uns einschläfert und alle Wichtigen schlafen, natürlich. Okay. Ich nehme an, du hast useless item. Also Smelling Salt können wir nur, haben wir benutzt und sind jetzt im Kampf nicht mehr benutzbar oder sind sie jetzt gar nicht mehr benutzbar? Ne, hilft dir, ich schlag zu.
Okay. Ja. Also selbst im Anfangsgebiet sind wir also keineswegs sicher, so wie sich das für ein Might & Magic Spiel gehört. Meine Monster wachen auch irgendwann mal wieder auf. Uns passiert das offensichtlich nicht. Aber ich meine, vielleicht passiert es, aber da wir immer gleich wieder eingeschläfert werden, ist es ja eh wurscht. Treffen tun wir nicht. Dann machen wir ein bisschen Schaden. Okay, das war unsere letzte Chance. Ja, nochmal vielleicht. Wenn wir richtig viel Glück haben. Ah, schade! Fast hätten wir es geschafft. Okay. Okay, also nochmal von vorne. Yes. 6 Cast 3 2 C2 6 Cast 2 5 Ist hier wieder das gleiche drin? Wollen wir mal gucken. Smelling Salt, Bag of Garbage, sieht so aus. Aber diesmal sind wir glücklicherweise vergiftet worden. Natürlich Grace, natürlich. Dread, 6, Item A. Dread, 1, Item Smelling Salt, okay. Achso, wahrscheinlich hätte ich ja auch Fly benutzen können. Wenn nicht innerhalb, würde ich ja wahrscheinlich hier auch wieder hinfliegen. Ah gut, also wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in den Tempel. Halt, hier. Hier ist 5. Restore Health. Und... Nein. Und wo wir schon hier sind... Yes. So, Bag of Garbage. 50. Böse, nimm hin. Meine theoretisch, Moment, wenn das... Wie ist denn das? Wenn auf der Oberwelt alles respawnt, wenn man wieder... Müsste doch die Schatztruhe auch wieder respawnen? Sehr seltsam. Naja, so, ja, aber ein bisschen Food, ja, kostet ja nichts. Und speichern tun wir auch noch. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. So. Okay. Also. Der Centaurus-Kampf, der hätte gut Punkte gegeben. Das war frustrierend. Das ist so also ein bisschen wie, es steht das ganze Spiel über unentschieden und dann, oder man kämpft sich nach einem 0-3 wieder ran ans 3-3 und dann in der Nachspielzeit. Ah, furchtbar. Okay, also hier waren wir noch nicht. Da oben geht's durch. Gucken wir da mal hin. Okay, es sind aber nur 2 Zentauren. Dann müsste das gehen und sie stehen aber, steht aber auch schlecht. Na gut, also Lightning. Aber dafür killen wir euch. Das ist auch gut. So, du greifst mal die Schlange an. Du auch.
Du musst Turn Undead. Das schaffen wir so. Blinded, wie schön, und finden einen Longbow, den wir nicht brauchen, aber na gut. Cast 3, 2 auf 2. Gut. Und wir können wieder sehen und wir können gucken, was wir hier haben. There's a cave here. Enter. Nee, erstmal noch nicht, aber wir merken uns das mal. Okay, hier. Wollen wir mal ins Cave gucken? Ja, gucken wir mal ins Cave. Yes. Darkness, natürlich. Ah! Fängt ja gut an. Die wollen uns hier nicht. Was haben denn Pegasus, was hat denn ein Pegasus mit Skeletons zu schaffen? Nee, das muss man nicht zu sehr beklagen und uns prügeln. Ja, natürlich. Gas, 3, 4. Wow! Okay, dann machen wir mal einen illegitimen Safe. Magic Carpet. Flying Carpet. Fly. Und hat, das gute alte Bardstale-Prinzip, das kann er natürlich, anziehen, so als Umhang wahrscheinlich. Allerdings nur unser Magier. Aber ich meine, der kann ja ein bisschen Rüstungsklasse brauchen. Was macht Dried Beef? Ich meine, Nahrung kann das doch nicht sein, das haben wir doch schon. Hm. Food. Okay, ist doch Nahrung. Egal. Vielleicht können wir das. Ja, so als Notreserve vielleicht. Das Dried Beef. Ganz hilfreich. Was wollte ich machen? Ich wollte. Du. Du kannst. Equip. Oh ja! Rüstungsklasse plus 2. Nett. Nett. So, hast du jetzt einen Teppich umgelegt? Naja, warum nicht? Wie gesagt, okay. Das Namen hier, nope. Also es hat wahrscheinlich einen Namen, wenn ich auf die Karte gucke. Q.
Crazed Wizard Cave. Ja, gut, das weiß ich ja nicht. Auch wieder kleine. Erinnert mich ein bisschen an Bard's Tale 2. Eine Tür ist gut, zwei Türen sind schlecht. Nehmen wir die mittlere. Das muss ich ja auch immer probieren. Okay. Hallo? Jemand hier? Come on, Sin. Sin? Na also. Oga, okay, damit müssten wir eigentlich theoretisch inzwischen, ne, wird eng. Aber gucken wir mal. Attack. So ein Party-Heal wäre langsam mal ganz praktisch, wenn das so weitergeht. Meine, es sind Ogre. Vielleicht schlafen die ja. Natürlich nicht. Nee, wäre auch zu schön gewesen. Hat unser Klerik irgendwas, was hilft? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir können einen vom Kämpfen abhalten. Aber wir können auch lieber unsere Leute heilen. Das ist, glaube ich, besser. Aua. Leatherskin sollte ich noch machen. Oh, fuck. Machen Magic Herbs vielleicht Spell Points wieder voll. Probieren wir mal. Nee, sie heilen. Okay, na gut, haben wir das aber zumindest das gelernt. Kleinere Zauber, was haben wir denn da noch? Wie viele Spellpoints hast du noch? Du hast noch 5. Wir können Invisibility machen, in der Hoffnung, dass du uns weniger triffst. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir treffen allerdings auch nicht, was die ganze... ganze Sache ziemlich doof macht. Okay. Come on, kill him. Na also.
Jetzt hast du gar keine Spellpoints mehr. Na gut. Nett. Come on. Nee, nicht getroffen. Ist gut für uns. Wir treffen aber auch nicht. Miss Parker wieder aufstellen. Okay. Nee. Kill him. Please. Ah, sehr gut. Back of Silver, okay. Okay. Eieieiei. Na gut. Rosaka heilen und Gruppenzauber, also Mass Damage Spells sind doch schön. Das macht schon Spaß. Rosaka. Cyclops mögen irgendwie Archer nicht besonders, habe ich den Eindruck. Okay. Small Shield plus 1 brauche ich, Shotbow brauchen wir auch nicht. Aber na gut, wir haben Kram gefunden. Mal wieder illegitimes Safe. Bin ich aber gegen die Wand gelaufen? Mhm. Ach, natürlich. Also würde ich sagen, nächste Tür. Seid vor uns dran. Cast Fireball auf C. Pain, reicht das? Reicht. Okay, wir sind poisoned, das heißt, unsere Quest ist jetzt schon mal wieder an einem Ende angelangt. Okay. Probier was aus. Oh ja, stimmt. Die waren irgendwie. Ja, da war was.
Okay. Probieren wir mal Web aus. Moment, was ist denn Beschreibung? Monsters not in hand-to-hand combat, also ab C. Not affected, not affected, not affected, not... Webbed, okay. Nehmen wir mal einer. Ja, zum Glück machen sie nicht so richtig viel Schaden. Mal Leather Skin. Heilen war die Halluzinelle. Ja, hey, mein Dispel könnt ihr machen. Ihr seid ja eh fast immun gegen Magie. Da könnt ihr ruhig Dispel. Ich meine, okay, theoretisch blockiert das auch unser Heilungszauber? Weiß ich gar nicht. Nochmal Power auf Miss Parker. Du hast jetzt mehr Power. Ja. Mehr Power für Tiamat. Na, dann musst du auch treffen, Mädchen. Ja? Also. Mach mal Bless. Power. Oh, nee, eben nicht. Okay, ich meine, wir kriegen sie klein. Es dauert ewig, aber wir kriegen sie klein. Theoretisch, wenn sie nicht so gut würfeln. Okay. Okay, aber ich meine, die Sache ist sowieso natürlich paralyzed und poisoned, aber wir müssen sowieso raus. Yes. So, jetzt mal für Spaß. Wenn wir jetzt hier. Ach, du bist paralyzed. Kannst du also nicht, na gut. Yes, 5.
Donation, das können wir bei Gelegenheit auch mal ausprobieren, wie das in diesem Spiel implementiert ist. Ja gut, also wir haben ein Stück erkundet, haben wir irgendwas? Bag of Silver, ist das nur Geld wert? Wahrscheinlich. Vermutlich. Longbow brauchen wir nicht, können wir beides verkaufen. Shotbow Small Shield brauchen wir nicht. Obwohl, du könntest jetzt ja... Moment, du hast jetzt noch eine einhändige. Battle Axe ist, glaube ich, einhändig. Das heißt, dann brauchen wir das Shot... Ah, nee, du bist Archer, du kannst kein Schild tragen, ne? Das war der... Probieren wir mal Trade. 4. Item A. 4. Equip. Ja. Archer können kein Schild tragen. Myself. Back of Silver. Longbow. Small Shield plus 1. Okay, das haben wir benutzt. Das ist jetzt also useless. Das heißt, okay, wieso schmeißen wir das dann nicht einfach weg? Verkaufen wir es. Yes. Okay, dann wollen wir noch gucken, was hinter der dritten Tür ist. Corner, gibt es da irgendwie einen besseren... Nee. So hingehen. Yes. Leather Skin. Light. Warum geht Cast nicht? Okay. Ich glaube, wir haben ja gerade ein technisches Problem. Schau mal. Nein, wir haben kein technisches Problem. Wir haben wie üblich das Problem User too stupid. Du hast keine Spellpoints mehr. Und dann... erlaubt das Spiel uns gar nicht, erst die Taste zu drücken, was eine nette Idee ist. Besser gefunden, wenn da für Idioten wie mich ein Hinweis gekommen wäre. Aber gut. Yes. So, also. 6, Cast 1, 5. Cast 2, 5. 5, Cast 1, 5. So. Speichern, warum nicht? Ah! Okay, das ging ziemlich schnell. Splash, a pool of acid. Ja. Haben wir da Schaden genommen? Ja, da haben wir Schaden genommen. Okay. What? Fuck. Wenn wir uns das mal angucken. Das war eine Rutsche. Okay. Ja. Das ist ja mal halb interessant. Puff. Ah, Teleporter. Okay. Ja, und die... Okay, es ist der Blob. Und die... Moment.
Karte hat es nicht angezeigt, bevor wir da waren. Also okay, also ist das Ausschalten der Teleporter-Anzeigen, bevor man reintritt, das hat funktioniert. Okay, dann müssen wir ja wohl gegen euch kämpfen, hilft ja nichts. 3, 4. Arch, Arch, okay, hier, das ist, ah, okay, das ist also Acid-themed hier, dieses Dungeon. Aua! Jetzt reicht's aber hin hier, ja? Ja. Okay, die haben nicht viele Hitpoints. Okay, 6. Cast. Erstmal gucken, wo wir sind. Okay, woanders. Mhm. Cast. Ah, Darkness, okay. Wir sind da. Mhm. Das ist ja alles sehr interessant, aber wie kommen wir hier wieder zurück? Okay, hier ist keine Darkness mehr. Hier können wir also Licht machen. Und wir müssten eigentlich auch mal rasten, ehrlich gesagt. Da können wir uns das Licht machen mal sparen, weil wir das gleich nochmal machen müssen. Leather Skin und Levitate. The Banner reads Corridor of Endless Encounters. Okay, das klingt interessant, dann machen wir mal ein Save. Okay, Endless Encounters. Ja. Wenn jeder Schritt ein Encounter ist, wäre das ja okay. 3, 4. Not affected! Das. Schlag sie tot. Schlag sie tot. Schieß sie tot. Dankeschön. Naja, wenn das hier Endless Encounter sind, sind wir mal ein bisschen vorsichtig mit unseren Spellpoints. Meiner Devil Cleric. Oh, ja, ja, okay, die werden also schwieriger, die Kämpfe, so wie es aussieht. Wir haben noch nicht Endless. Also, Attack. Ja, ihr seid vor. Seid ihr nicht? Okay, gut. Cast 3, 4. Fight B. Come on, kill him. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir das Problem mit den Clerics. Da können wir einen zumindest theoretisch silenzen. Nehmen wir mal C. Not affected. Nein, dann.
Aber sie können Paralyze nur auf eine Gruppe machen. Naja, das ist ja schon mal was. Okay. Okay. Ja. Oh, nice. Great Axe, Shotbow. Okay, ja, ist wieder. Ist jetzt jeder Schritt. Müssen wir gleich mal checken. Vorher nochmal Attack. Keine Ahnung, was ein Rhino Beetle ist. Also, haben wir ja gesehen, was es ist, aber was der macht. Deswegen sind wir mal vorsichtig und volle Power. Okay. Okay, macht eine Menge Schaden. Und hat eine Menge Hitpoints. Ach, come on, das sind Skeletons. Die werden da wohl. Die fallen doch schon fast selber aus. Nein, okay. Von alleine auseinander. Ach, come on, Miss Parker. Also. Natürlich Poison. Oh, keiner Poison. Sehr gut. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. 6, Chaos 1, 7. 10, 11. Und das entspricht. Yep, wir bewegen uns nicht vorwärts. Okay, das ist. Interessant. Können wir vielleicht mit, wenn wir hier rasten, können wir hier rasten? Ja, können wir. Okay. Licht. Leather Skin. Levitate. Wenn wir jetzt Jump zaubern, das ist 2-4. Das funktioniert. Wenn das funktioniert, ich meine, das ist ein typisches, ich glaube, diese Art von Rätsel gab es in sowohl Might Magic 3 als auch 4 als auch 5, aber dass also Felder überspringen müssen, ist Standard. Das würde allerdings bedeuten, dass wir jetzt wieder springen müssen. Dass also jedes zweite Feld sicher ist, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wahrscheinlich ist es genauso nicht. Nee, natürlich nicht. Fuck you, Gabe. Okay. Attack. Okay, das ist. Okay, es ist also nicht jedes. Ist es vielleicht dann jedes dritte? Xcast 2-4. Jetzt müssen wir ein Feld machen können. Also ein Schritt. Poltergeist. Nicht gut. Okay, Cast 3, 1, E.
Come on. Sehr gut. Ihr seid doch bestimmt untot, oder? Ja, seid ihr. Shadow Beasts machen nichts, außer nicht treffen. Das ist gut, finden wir gut. Wir machen allerdings auch nichts. Doch, wir machen was. Okay. Small Shield plus 1, halbe Royal ist nicht mehr, das habe ich schon. Okay, also 6, Cast 2, 4. Ah, wir kommen der Sache näher. Speichern. Na, ist das nächste Feld noch. Nee, geht. Geht. What? A Quest Wizard. Okay. Set Level. Das ist C2. Habe ich hier irgendwo schon C2? Ja. Quest. Wizard. Okay, benennen wir es auch mal so, wenn es so heißt. Corridor. Of Endless. Encounters. Dahinter. Quest Wizard. Okay, deswegen heißt das so. Quest Wizard. Encounter the 13, win the prize. Okay, soll ich mich 13 Mal in dem Korridor kämpfen? Aber das klingt mir nicht besonders endless. Vor allem komme ich da ja immer noch nicht weiter. Ich werde ja immer wieder zurückteleportiert. Oder gibt es irgendwo eine Gruppe, die 13 heißt? Oder ich muss einfach nur 13 Mal kämpfen? Vielleicht gibt es. Nee, das war eine. Wir haben auch Zufallsbegegnungen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es 13 Monstergruppen hier und er will seine Höhle gesäubert haben. Also, er könnte mir das ja einfach auch mal sagen. Winter 13. Können wir uns hier nur umgucken? Ja, können wir. Okay, Gast 6, Gast 2, 4. Okay, das muss eine Zufallsbegegnung sein, weil das dürfte eigentlich kein Feld sein. Na gut, okay. Keine gute Gruppe. Und wir haben nur noch einen. Nicht gut. Shoot the Cleric. Shoot the Cleric. Cast. 3, 5. Cleric. Gut. Du kannst nichts mehr machen, weil du keine Spellpoints mehr hast. Du schlag mal auf den Ghoul. Dann kommt nämlich der Cleric in Reichweite und dann schlägst du auf den Cleric. Du schießt auf den Cleric. Cleric ist weg. Du musst nichts machen. Maze, okay, und Miss Barker schläft, na gut. Okay, was sagt die Karte? Die Karte sagt, ja, war kein Fixed Encounter, also war eine Zufallsbegegnung.
Ich bezweifle ein bisschen, dass die Zufallsbegegnungen mitgezählt werden vom Spiel. Es wäre denkbar, aber ich glaube eher, dass es, wenn 13 bedeutet, dass wir 13 Kämpfe machen müssen, dann würde ich mal sagen, dass es 13 Fixed Encounters sind. Ich meine, in Bard's Tale wären es zufällige Encounters. Ich meine, da würde es so die komplizierten Rätsel nicht geben. Aber da wären es zufällige Encounters, einfach nur, damit es richtig lästig wäre. Andererseits wäre genau das in Bard's Tale nicht besonders schwierig, weil da hat man ja auf jedem Feld immer wieder Zufallsbegegnungen. Aber welches Spiel war das denn? War das... In irgendeinem Spiel brauchte man... Musste man einen bestimmten Kampf machen und es war... Alles voller Zufallsbegegnungen und man musste sie immer wieder machen in der Hoffnung, dass man diesen einen... War das Pools of... Ich glaube, das in Pools of Darkness, in Moandas Heart, gab es so eine Situation. Aber ich glaube, es gab es auch... Ist ja auch egal. Also vom Prinzip... Also entweder wir müssen irgendwie einen finden, 13, aber was? Fight... Nee, Encounter the 13. Ich meine, er sagt nicht Fight. Könnte noch 13 Mal weglaufen, aber nee, weiß ich nicht. Also, weil Encounter klingt so sehr nach Encounter, nach dem Spielbegriff für einen Encounter. The 13 win the prize. Ich meine, was wir einfach mal machen können, wir müssen ja sowieso die Höhle noch erforschen. Wir versuchen das alles mal auf einen Ruck zu machen. Allerdings, wie wir hier sehen, haben wir hier Bereiche, in die wir nicht können. Nämlich da unten, unten links... Und links am Rand, da rutschen wir ja dran vorbei. Da müssen wir irgendwie von dieser Rutsche runter. Und offensichtlich haben wir bei der Rutsche auch ein Feld übersprungen. Whatever. Da mittendrin. Okay, da müssen wir irgendwie von einer anderen Richtung ran. Aber ich meine, wir müssen das eh erkunden hier. Dann können wir es ja erkunden und zählen einfach die Fixed Encounters mit. Und ich mache eine Strichliste für zufällige Encounters und dann sehen wir, wenn da bei 13 irgendwas passiert, aber wahrscheinlich müssen wir da wieder zu ihm hin. Ja, wir können ja erstmal gucken, ob wir hier lebend rauskommen. Das ist ja vielleicht erstmal wichtiger. Okay, dann müssen wir rasten. Theoretisch müssten wir hier... Hier müsste ein Fixed Encounter sein. Wenn wir den jetzt mal gucken, ob wir auch über Fixed Encounters rüberspringen können. Müsste ja gehen. Nur mal für später. Aber das mal rauskriegen. 2, 4. Ja, das geht. Okay, dann gehen wir jetzt raus. Das hat funktioniert. Ich nehme an, jetzt resettet es alles. Ja, die Monster resetten, wenn man das Level verlässt. Was ich auch noch testen wollte, und das machen wir auch noch schnell. Ob dieser komische Itemkram hier wieder da ist in den Bergen. Ja, ist er. Okay, also Smelling Salt, die sind ja durchaus hilfreich und den Rest, denke ich, können wir dann verkaufen. Was macht eigentlich Whoop and Hook? Wahrscheinlich klettern aus... Vielleicht fällt man nicht in Sachen rein. Und Jump! Okay, naja, logisch. Naja, nicht logisch, aber naja, halb logisch. Okay, ist also vom Prinzip wie ein Zauber. Also ist das gar nicht schlecht. Wenn wir keine Spellpoints mehr haben, können wir Rope and Hook benutzen, um über diese Felder rüber zu springen. So, und jetzt das letzte. Cast... 3, 2, nach C, 2. Ja. Okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder.
gucken dann mal, was wir da bei dem Crazed Wizard machen können und erforschen den Rest der Höhle hoffentlich und rutschen ein bisschen in Säure, was man halt so macht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.